Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sussitz und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe vor etwa 2 Wochen auf Snapchat angekündigt, dass ihr mir eure Fragen stellen könnt, damit ich dann ein Snapchat Q&A machen kann. Ich habe so einige Fragen zusammenbekommen, das habe ich echt nicht gedacht. Ich dachte mir so, Priscilla, chill mal, wer wird dir jetzt Fragen stellen? Like, come on. Aber es sind so viele Fragen gekommen, da dachte ich mir so, oh, really? Das hat mich sehr gefreut, deswegen ein großes Dankeschön an alle, die mir ihre Fragen geschickt haben. Falls ihr noch keine Freunde auf Snapchat sind, solltet ihr mich jetzt adden, damit ihr auch vielleicht beim nächsten Mal dabei seid. Stopp! Bevor wir anfangen, ich bin mir sicher, viele von euch haben es bestimmt schon gesehen, meine Nägel sind heute so ratchet. Ich will sie gar nicht mehr zeigen. Richtig schlimm. Halb lackiert halt nicht. Ich hatte jetzt halt keine Zeit, sie zu, weißt du, sie sauber zu machen, sie neu zu lackieren. I'm sorry, so please, okay? Danke. Die erste Frage ist von Sakia offiziell. Wie geht es dir? Mir geht es heute sehr, sehr gut. Dankeschön. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Jetzt fragt die Helero.hmb. Leute, I'm sorry. Also, Helero.hmb. Hi Sussitz, meine Frage ist, wo würdest du gerne hinziehen? Kannst du mich auch grüßen? Ich grüße dich sehr, sehr lieb. Love you hast du noch geschrieben. I love you too. I love you too. Ich würde sehr gerne nach Amerika zurückziehen. Ich habe da ja schon ein Jahr leben dürfen. Es hat mir einfach super gefallen. Ich sehe mich einfach in Amerika. Ich finde, ich passe da einfach richtig rein. Deswegen, wenn ich könnte... Beziehungsweise ich habe vor, dahin zu ziehen. Ja, aber man weiß ja nie, ne? Die nächste Frage ist von, weiß ich leider nicht. Ich glaube, wenn ihr mir Bilder geschickt habt, habe ich ja Screenshot gemacht. Da kam halt dann kein Name. Checkt ihr. Deswegen tut mir leid, aber hier deine Frage beantwortet. Kommt noch ein Video mit Joker. Mit mir und Joker werden bestimmt noch einige Videos kommen. Falls ihr seine neue Miniserie noch nicht kennt, Relationship, werde ich sie euch in der Info verlinken. Schaut da vorbei, da werdet ihr mich vielleicht auch ein paar Mal sehen. Die nächste Frage ist von Lisa. Warst du schon mal auf einem Konzert und wenn ja, auf welchem? Hab dich ganz doll lieb. Ich hab dich auch ganz doll lieb, Lisa. Ich war noch nie auf einem Konzert. Ich bin so eine, ich zahle keine 50 plus Euro, um mir irgendeinen Star anzugucken. Da schaue ich mir einfach lieber die Highlights auf YouTube an. Christina SK. Hi Sussitz, ich wollte dich nicht belästigen. Tust du nicht. Ich wollte dir nur sagen, dass du eine mega YouTuberin bist. Du bringst mich und viele andere mit deinen Videos zum Lachen und kannst in deinen Videos auch mal ernst werden. Und du bist für mich und viele andere ein Vorbild. Bleib so, lass dich nicht runtermachen. Grüße, ich und viele andere aus Community. Vielen, vielen Dank. Das ist zwar keine Frage, aber so ein schönes Kompliment. Leute, ihr wisst gar nicht, guck mal, ich mache das, weil mir das einfach derbe Spaß bringt. Aber zu wissen, dass ich euch auch noch so glücklich machen kann, euch zum Lachen bringen kann und euch auch irgendwo helfe, das ist doch Jackpot. Was will ich denn mehr? Ja, vielen, vielen Dank und leider. Danke, wirklich vielen, vielen Dank. Jetzt mal eine Videofrage von der lieben Natschma, Beauty by Natschma auf YouTube. Hallo liebe Sussitz, ich bin gerade in der Türkei und habe an dich gedacht. Und ich habe eine Frage. Warum bist du so süß? Und ich wollte fragen, also ich habe noch eine Frage. Wie geht's dir? Da merkt man, dass ich dieses Q&A viel zu spät mache. Diese Dame ist nämlich schon wieder zurück aus der Türkei. Hey Natschma, warum bin ich so süß? I don't know. Und mir geht's gut. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Die nächste Frage ist von Sakaya offiziell. Hatten wir dich nicht schon mal, aber gar kein Problem. Ach so, ja. Die Frage war mit bei dem anderen drin. I'm sorry. Und warum hast du mit YouTube angefangen? Also was war der Grund in deinem... Was war dein Grund? In deinem ersten Video hast du nicht wirklich erklärt, warum du angefangen hast und wer hat dich dazu ermutigt. Warum habe ich mit YouTube angefangen? Ich habe schon immer YouTube gemacht, nur ich hatte keinen Kanal, um es zu veröffentlichen. Seitdem ich 12 bin, saß ich hier in meinem Zimmer mit irgendeiner Kamera, die schlechter war als von iPhone 3 und habe mich halt hingesetzt und habe einfach geredet. Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Also es ist echt krank. Ich hoffe, ich finde irgendwo noch Videos, dann zeige ich euch das, Leute. Ich war so ein Opfer. Ich habe richtig so getan, als wäre ich YouTuberin, habe einfach gelabert, habe manchmal Schminktutorials gemacht, sah auch so. Hab das dann später auf Movie Maker bearbeitet und mir das dann einfach selber angeguckt. Aber dann dachte ich mir so, Priscilla, du willst das so, so gerne machen und mach das einfach. Ermutigt haben mich meine Geschwister, meine engen Freunde, die das halt auch mitbekommen haben. Hey Mädchen, du willst das unbedingt machen, mach das doch einfach. Warum ich auf YouTube bin? Weil es mir Spaß bringt. Standardantwort, aber bei mir ist es einfach hundertprozentig die Wahrheit. Die nächste Videofrage kommt von Melly.1605.
Und ich kenne dich aus den Kommentaren. Mädchen, you the best, like. Du bist unter jedem meiner Videos, du bist echt eine große Supporterin. Liebe Grüße an dich, Melli. Morgen. Also ich wollte dich fragen, ob du eine Lieblingsfarbe hast oder Lieblingsessen oder irgendwas, was du besonders magst. Voll schön, dich jetzt mal zu sehen. Du bist wunderschön. Meine Lieblingsfarbe, ich mag beige, grau. Lieblingsessen, das Essen, was meine Mutter macht. Meine Mutter, sie bringt es einfach immer auf den Punkt. Die nächste Frage kommt von Osan. Was ist die schönste Erinnerung an deiner Kindheit? PS, feier dich extrem, hast viel mehr Aufmerksamkeit verdient, weiter so. Vielen Dank, Osan, vielen Dank. Wow, das ist eine wunderschöne Frage. Schönste Erinnerung, wow. Ich hatte eine schöne Kindheit. Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, sie muss wohl überlegen, hatte sie eine Kack-Kindheit. Nein, die Roadtrips mit meiner Familie waren immer richtig cool. Früher sind wir halt immer alle gemeinsam mit meinen Cousinen und Cousins sind wir dann immer in andere Städte gefahren, in so richtig großen Autos, weil wir so viele sind, und haben andere Familienmitglieder besucht. Das war immer ganz cool. Wir sind nach Düsseldorf gefahren, nach Bremen, nach Essen, nach, was weiß ich, Hannover. Und das war immer ganz cool, weil diese längeren Autofahrten und man hat sich geärgert, man hat Witze gemacht, das war immer ganz cool. Die nächste Frage ist von Jojo. Woher kennst du Joker Tululu? Kannst du mich bitte grüßen? Hab dich lieb. Jojo, ich hab dich lieb und ich grüße dich jetzt hier. Woher ich Joker kenne? Ich kenne Joker schon ziemlich lange. Sehr, sehr lang. Wir kennen uns aus der Kirche. Und ja, Joker ist mein Big Bro. Viele haben unter unserem Musikvideo geschrieben, Relationship Goals. Leute, wir sind nicht zusammen. Joker ist mein Bruder. Wir sind nicht zusammen. He's my big bro. Ich möchte dir eine Frage stellen. Wie bist du dazu gekommen, YouTube zu machen? Und wie viele Geschwister hast du? Du bist so süß. Du bist richtig cool, wie süß sie aussieht. Wie süß bist du bitte? Richtig süß. Also, wie ich auf YouTube gekommen bin, das habe ich ja schon vorher gesagt. Und wie viele Geschwister ich habe? Ich habe 4 Geschwister. Sorry, meine Nägel. Ist es so schlimm? Extrem schlimm. Upturn, I'm sorry. Sorry. Die nächste Frage ist von Joseph Boateng. Hey, meine Frage wäre, welche Ziele verfolgst du mit Leidenschaft und welche davon hast du schon erreicht? Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Einer meiner Ziele, wirklich, die ich schon immer verfolgt habe, ist es wirklich auf YouTube zu sein und euch zu haben. Deswegen würde ich sagen, dass das schon mal erreicht ist. Check. Sonst habe ich so viele Ziele, die ich noch nicht erreicht habe, aber ich arbeite darauf hin. Und unter anderem ist es eine Schauspielkarriere, mein Studium zu absolvieren, viele Sachen, viele persönliche Sachen auch. Und die hat man vielleicht noch nicht erreicht, aber man arbeitet darauf hin. Und ja, Estra-Wanda-Girl fragt, wo in Amerika hast du gelebt und wann kommt das Auslandsvideo? Wäre echt cool, will das auch machen und bitte grüß mich. Estra-Wanda-Girl, ich grüße dich. In Amerika habe ich in Michigan gewohnt. Vielen sagt das immer nichts, deswegen blende ich das mal hier an, damit ihr so ungefähr sehen könnt, wo das so ist. Die Hauptstadt ist Lansing und eine bekannte Stadt ist Detroit. Und wann ich das Auslandsvideo mache, ich könnte das sofort abdrehen, super gerne sogar. Ich wusste halt nicht, wie viele von euch das sehen wollen. Deswegen, wenn ihr mir jetzt auch in den Kommentaren sagen könntet, ob ihr Bock drauf habt, würde ich das sofort super gerne abdrehen. Hallo, ich bin Amma. Ich wollte dir 3 Fragen stellen. Wie viel Jahre alt bist du? Wann hast du Geburtstag und wie bist du auf deinen Namen gekommen? Ich bin 21 Jahre alt, werde in einigen Wochen 22. Mein Geburtstag ist der 11. September. Und was war deine andere Frage? Wie ich auf meinen Namen gekommen bin, so Sils. Ganz schnell. Als ich in Amerika war, haben meine Freunde mich alle Sils genannt von Priscilla. Und so Sils ist einfach, dass auf meinem Kanal alles typisch ich sein wird. Also so Sils. Jackson SV. Yo, du meintest ja, du reist gern. Was war dein Lieblingsurlaub? Ich reise super, super gerne. Mein Lieblingsurlaub. Entweder Florida oder Marbella. Ich würde aber sagen, dass Marbella schöner war. Marbella war so schön, Leute. Oh Gott. Ich würde da super gerne nochmal hin, aber... Hast du Geschwister? Und wenn ja, wie viele? Shoutout to you. Du bist der einzige Junge, der mir ein Video geschickt hat. Also richtig süß. Du bist so süß. Ja, wie gesagt, 4 Geschwister. Also hallo erstmal. Schön, dass du das Q&A machst. Ich habe voll viele Fragen, aber ich versuche einfach so wenige wie möglich zu stellen. Erste Frage, ganz, ganz wichtig. Was du lieber magst, nämlich entweder Jollof Rice oder Fried Rice. Ich hoffe, du antwortest richtig.
Okay. Als erstes, du bist wunderschön, wunderschön und du kommst mir mega bekannt vor. Jollof Rice oder Fry Rice? Definitely Jollof Rice. Team Jollof Rice over here. Ich liebe Jollof Rice. I love it. Meine zweite Frage ist, ob du vorhast, noch mehr religionsbezogenes zu machen. Also ich finde es voll cool, mit dem Universum mal anfangen. Richtig cool. Ich würde sehr gerne religionsbezogene Videos machen. Super gerne sogar. Ja, das wird auf jeden Fall in Zukunft kommen. Und deine nächste Frage? Ob du vielleicht irgendwie eine krasse Testimonie hast, die du sharen möchtest oder so. Und ja. Und kannst du mich grüßen? Kannst du mich vielleicht aus den Kommentaren sagen? Ich habe sehr, sehr viele Testimonies. Gott hat schon so viel für mich gemacht. Das ist sogar eine sehr, sehr gute Idee. Vielleicht werde ich nochmal ein extra Video dazu machen, wo ich sie einfach share. Und ich grüße dich. Ich weiß zwar nicht, wie du auf YouTube heißt, aber ich grüße dich. Und wie gesagt, du kommst mir sehr, sehr bekannt vor. Jenny98-unten fragt, würdest du irgendwann ein Fan-Treffen machen? Wirst du auf der Straße schon erkannt? Bitte grüß mich. Ey, ich grüße dich, Jenny. Ein Fan-Treffen schon mal gar nicht. Ihr seid nämlich nicht meine Fans. Ihr seid ungelogen meine Brüder und Schwestern. Deswegen würden wir ein Familientreff machen. Irgendwann mal, wenn ihr Bock habt, lasst uns alle treffen. Lasst essen gehen. Ich wurde schon einige Male erkannt. Und das ist so awkward. Ich freue mich natürlich. Mega, mega. Aber es ist so unangenehm, weil ich bin einfach ich. Ich bin ein Niemand und Leute kommen auf mich zu. Hey, was ist so sales? Und voll die schönen Komplimente machen die immer. Aber ja, ich freue mich jedes Mal. Also wenn ihr mich seht, kommt auf mich zu. Kommt und wir chillen, wir reden, wir chillen. Ich wollte fragen, ob du mehr afrikanische Freunde hast, also halt dunkelhäutige. Oder eher, ich sag mal, weiße Freunde. Also mit wem hängst du mehr ab? Und kannst du mich grüßen? Ich heiße Cynthia. Und deine Videos sind echt cool. Hab dich ganz doll lieb. Tschüss. Ich habe nicht wirklich viele Freunde, aber ich würde sagen, dass es dann 50-50 ist, so von beiden. Ja. Und ich habe dich auch ganz, ganz doll lieb und ich grüße dich herzlich, Cynthia. Karim fragt, hast du einen Freund? Grüße aus Düsseldorf, feier deine Videos unnormal und ich bin ein Junge. Hahaha. Hey Karim, ich grüße dich zurück, grüße zurück nach Düsseldorf. Ob ich einen Freund habe? So Leute, das war's mit dem Q&A. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank an die, die mir ihre Fragen geschickt haben und an die, die beim nächsten Mal dabei sein wollen. Addet mich auf Snapchat und es war voll cool, euch mal so teilweise auch zu sehen und eure Fragen zu lesen. Wenn es weitere Fragen gibt, stellt sie in die Kommentare und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!